Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier einen ganzen Stapel voll Bilder, die ich alle 2023 gepaintet habe. Ich habe gerade schon das Video von September, Oktober, November und Dezember abgedreht. Die Bilder liegen hier aber am Boden, die zeige ich am Schluss, weil wenn ihr das Video gesehen habt, vor wahrscheinlich, wenn das ankommt, online kommt, vor 2 Wochen, denke ich mal, dann wollt ihr jetzt nicht direkt schon wieder die anderen Bilder sehen. Deswegen fange ich mit den anderen Bildern an, die ich so übers Jahr gemacht habe. Und dann kommen wir nochmal zu denen von September, Oktober, November, Dezember. Weil diejenigen, die das dann noch wissen oder das andere Video gesehen haben, sagen, komm, das ist mir jetzt so blöd. Das habe ich gerade erst gesehen. Dann können die schon mal ausmachen. Genau. Finde ich natürlich nicht so gut, aber ich weiß ja Bescheid, ne? Wenn man das dann schon mal gesehen hat, dann langweilt man sich auch irgendwann. Genau. Ja, es sind 67 Bilder geworden. Folgt mir gerne auf Instagram, rosa87lee_diamondpainting. Da seid ihr dann immer schneller informiert, weil ich da immer alles poste. Ja, 67 Bilder. Ich habe viele Teilbilder gemacht, weil ich viele große Bilder gemacht habe, weil ich jetzt, ich wollte das letztes Jahr mal ein bisschen anders machen, wollte mich auf meine größeren Bilder von bekannten Firmen konzentrieren, wie Karat Art, Oraloa, Diamond Art Club, Dreamer Designs. Da wollte ich mich so ein bisschen drauf konzentrieren, weil das nimmt auch viel Platz weg, das zu lagern. Und außerdem kostet das auch viel Geld, wenn man sich so ein Bild kauft. Und dann finde ich es zu schade, wenn man immer auf den richtigen Moment wartet, um das zu painten. Weiß ich nicht. Irgendwann verpasst man den Moment vielleicht und dann hat man sich die ganze Zeit nur aufgehoben. Für was? Ja, und deswegen, nee, da wollte ich gerne das machen, was ich gerne machen möchte, worauf ich Lust habe, nichts mehr wegsparen für den richtigen Moment, weil wenn ich jetzt, wann dann? Und genau, und deswegen habe ich das so gemacht und habe dann zwischendurch mal ein paar kleinere China-Shop-Bilder gemacht oder halt so Teilbilder gemacht, um ein bisschen Abwechslung einfach zu haben. Genau, und das werde ich dieses Jahr auch wieder so beibehalten. Das hat mir Spaß gemacht und deswegen, ich habe viel Geld ausgegeben für die Bilder auch und deswegen, warum sollen die nur da rumliegen? Genau. Erstes, was ich gemacht habe, war das erste von, das habe ich nicht als erstes gemacht, aber was ich jetzt hier oben liegen habe, nicht der Reihe nach, das war mein erstes Bild von Dreamer Designs. Ich glaube, das war ein älteres Modell. Ich habe noch, ich glaube, 2 oder 3 neuere Modelle da. Mal gucken, wie diese sind. Da fand ich schon, dass es ein bisschen Lücken hatte. Aber das Bild war einfach so schön. Das Motiv hat mir so gut gefallen, diese Rose. Die Farben sehr, sehr schön. Ja, aber die Lücken fand ich so ein bisschen enttäuschend. Trotzdem ist es ganz schön. Ich habe eine Frage gestellt bekommen, ob ich mal zeigen kann, wie ich die Bilder lagere. Nein, das möchte ich nicht. Ich habe das einfach in so einem schwarzen Kleidersack teilweise so gerollt, wenn das zu groß ist und nicht reinpasst, oder einfach so übereinander gestapelt in den Kleidersack, Reißverschluss zu und unter das Bett geschoben. Ja, und der Kleidersack ist jetzt auch voll. Ich habe noch einen da. Ich habe das unter das Bett geschoben, ganz weit nach hinten. So schade, ich weiß, aber ja, wenn die Wände so voll sind, soll ich dann aufhören zu painten oder was? Ist doch mein Hobby. Ich kann doch nicht eine Wohnung mieten mit zigtausend Wänden, nur dass ich die Bilder da alle unterbringe. Das geht auch nicht. Es ist halt einfach so. Ja, schade drum, weil jetzt versauert es unterm Bett, aber mir persönlich macht ja das Painten Spaß und nicht dann letztendlich das Bild besitzen. Da kann ich mir auch eins kaufen, also ein fertiges. Ja. Ja. Dann habe ich ein
Bild gemacht. Das habe ich mir vor langer Zeit mal personalisieren lassen. Und da musste ich so viel ausbessern, weil das... ich glaube, das war zu schwierig umzusetzen. Habe ich halt nicht mitgedacht, so großartig. Wie gesagt, das habe ich schon vor ganz, ganz, ganz langer Zeit personalisieren lassen, aber ich habe es gepaintet, weil ich einfach Doctor Who liebe. Tada! Und da musste ich so viel umändern, dass das gescheit aussieht. Und hier auch, da habe ich dann AB-Steine eingesetzt, dann aber nicht mehr, weil es mir irgendwie zu viel Arbeit war, weil ich da so viel machen musste, dass man da was erkennen kann. Das hier sind Leuchtsteine zwischendurch, die hellen. Genau, aber dann hatte ich halt keine Motivation mehr. Das ist auch echt groß. Aber ich liebe Doctor Who und ja, es sieht schön aus. 40 x 70 cm. Ja. Ist trotzdem schön. Dann, das habe ich auch so gerollt, ein Bild von Teeny Schnickschnack. Das hat mir gut gefallen, das hat sich auch gut painten lassen, aber war mir persönlich ein bisschen zu viel mit AB. Das war anstrengend, aber trotzdem, das Ergebnis gefällt mir sehr gut. Die Farben waren schön, da waren auch Neonsteine mit dabei. Und ich habe noch ein paar von Teeny Schnickschnack da, die ich noch painten kann und da freue ich mich auch sehr drüber. Das war, ich habe das jetzt bei dem... Ich glaube, das andere von Dreamer Designs war 50x50, meine ich. Und das hier ist 50x70. Auch eckige Steine. Und das andere hatte auch eckige Steine von Doctor Who. Dann auch gerollt von Karat Art. Das hat so Spaß gemacht, Leute. Das war riesig. 55x80 cm. Das, oh Leute, das hat so Spaß gemacht. Das sieht so schön aus. Das ist Latriel und da habe ich im Mond Leuchtsteine eingesetzt. Ich dachte gerade, ich hätte einen verloren. Nein, da sind noch ABs zwischendrin. Leuchtsteine habe ich da eingesetzt. Das ist einfach unglaublich schön. Das hat so Spaß gemacht. Das kommt so gut raus auch. Mega schön, Leute. Kann ich euch absolut empfehlen, das Bild. Da habe ich auch einen Rabattcode natürlich für Karatart. Rosa10 für 10%. Könnt ihr sparen. Und genau, schaut euch da mal um. Ich habe noch mehrere Rabattcodes, die werde ich alle in die Infobox setzen. Ach, wirklich ein wunderschönes Bild. Dann ein China-Bild gemacht, das hat mir auch gut gefallen. Es hat runde Steine, das kommt nicht so gut raus. Jetzt in der Kamera werdet ihr das schon einigermaßen gut erkennen. Aber ich habe auch den passenden Coverminder dazu. Aber da war ich lange hinterher und dann habe ich es gesehen in dem Shop und habe es bestellt. Und habe es auch relativ zügig gemacht. 40x50 cm. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, aus welchem China-Shop das war. Ich glaube, One Day Saving, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber das ist wirklich schön. Dann ein kleines von Diamond Art Club. Das hatte ich auch privat abgekauft. War ich super froh, dass ich das bekommen habe. Das gab es noch eine Nummer größer, aber ich war da einfach zu langsam und jetzt gibt es das nicht mehr. Aber ich finde, auch in der kleinen Größe kommt es gut raus. Das waren 33x38 cm. Auch eckige Steine. Sehr schön, wirklich. Gefällt mir richtig gut. Ja, hätte ich schon auch gern im Nachhinein in der großen Variante gehabt, aber auch so finde ich das absolut ausreichend. Man kann den sehr gut erkennen. Und es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann liebe ich auch total. Stephen King ist 30x40 cm aus dem China-Shop. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe das. Ja, mag ich. Pennywise. Dann hatte ich ein Mystery-Bild. 40x50 cm. Hat sehr, sehr viele Lücken, aber die Farben waren schön. Ich bin gut vorangekommen. Hat mir auch Spaß gemacht. Sieht so aus. Super Mario. Eckige Steine waren das. Dann ein Bild von Oraloa mit runden Steinen.
ich habe schon in dem anderen Video was gesagt. Leider ist eine Bestellung schiefgelaufen. Ich wollte gerne eckige Steine haben und ich habe jetzt gesehen, dass sie runde Steine schicken. Da habe ich mich heute schon so ein bisschen drüber beschwert. Ja, hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Ich hatte da schon so eine gewisse Vorstellung und habe mir das schon in meinem Kopf so ausgemalt, wie ich das painte. Und das hat so viel Blau und ich liebe Blau zu painten. Und ja, jetzt kommen leider runde Steine anstatt eckige und das. Wenn es dann nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat, dann ja, kennt der ein oder andere. Vielleicht ist natürlich kein Weltuntergang. Und ja, aber ich mag halt einfach lieber eckige Steine und hatte mir das schon so ausgemalt. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen sad, aber okay. Ich werde drüber wegkommen. Ich werde es auch überleben. Schauen wir mal, ob ich mich bis dahin dann wieder beruhigt habe und dann vielleicht doch painte oder ob ich mich gar nicht mehr einbekomme. Das hier hatte auf jeden Fall runde Steine. Hat Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, runde Steine, ich finde, das sieht immer nachher so schief aus. Gerade wenn es helle Steine sind. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das immer so. Da muss ich tatsächlich sagen, finde ich das Rendering nicht so schön. Ich zeige es euch mal. Tada! Ich finde die lustig. Da gibt es noch zwei andere Varianten, aber auch da finde ich das Rendering leider nicht so schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Künstlerin für Diamond Painting ist. Ich glaube nicht. Weiß ich nicht hier. Und das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann mit Diamond Painting nicht so gut umgesetzt werden. Nicht jedes Bild eignet sich. Ja, ich finde die süß mit ihrer Himbeere da auf dem Kopf und so. Aber vom Rendering etwas schwierig. Ist sehr wild da unten. Man kann da auch nicht mehr so viel erkennen. Ja. Deswegen habe ich mir die anderen zwei Varianten auch nicht bestellt. Ich mag das ja eigentlich immer gerne, dass das zusammenpasst, aber es ist auch so viel Krümel zwischendrin gerutscht. Gerade auch noch bei dem hellen. Oh. Müsste ich mich jetzt hinhocken mit der Pinzette, das rausfischen, aber nein. Genau, da ich es ja nicht aufhänge, würde ich es aufhängen, würde ich es machen. Aber jetzt so nicht. Dann habe ich ein Bild, ich weiß, das ist eigentlich von einer Künstlerin, aber ist jetzt, wie es ist. Und das sind 30x40 cm. Ich muss sagen, das hat auch ultra geploppt. ja. Ja, ist schön, aber musste ich so, so, so viel versiegeln. Aber es ist schön, ja. Genau. Dann, das ist ein richtig schönes Bild. Obwohl das runde Steine hat, das hat ultra viel Spaß gemacht. Und irgendwie ist hier ein Steinchen. Mal gucken, wo das gefehlt hat. Ich glaube bei Dr. Who. Gucke ich mal später drüber. Ja, also das hat ultra viel Spaß gemacht und das habe ich so dermaßen durchgerattert, das Bild, runde Steine halt. Das geht bei mir sowas von fix und deswegen langweile ich mich da auch tatsächlich schnell bei runden Steinen. Deswegen mag ich gerne eckige Steine. Aber das Bild hat mega Spaß gemacht, das sieht richtig geil aus, ich liebe es. Alice im Wunderland. Ich habe da ein bisschen zwischendurch auch was verändert, weil da so ein paar Pixel waren, die mir dann nicht so gepasst haben bei den Haaren. Aber das ist so geil, Leute, das ist so schön. Das ist zwar groß, aber da konnte man so durchrasen mit den Steinen. Die Steine waren ultra gut und das hat alles mega gut geklappt. Oh, und die Haare, ist das bei euch auch so? Die Haare zwischendrin bei den runden Steinen immer. 45 mal 60 cm. Ah, das ist schön. Das ist einfach schön. Sehr, sehr, sehr schönes Bild. Schade, dass das alles hier rumliegt, ne? Dann habe ich ein Bild gemacht von Diamond Painting Shop. Das war mein erstes mit komplett AB.
eckige Steine. Die AB-Steine haben sich gut legen lassen, muss ich sagen. Das war nicht die Schwierigkeit, aber ich habe gemerkt, das ist nicht mein Fall. Würde ich mir nicht mehr holen, so komplett AB. Mir ist das einfach viel zu viel. Ich finde auch, dass das aussieht, als hätte das so einen leichten Grauschleier drauf. Die Steine waren sehr, sehr gut dafür, dass es AB war. Da hatte ich kein Problem, dass sich das Wachs da immer rausgezogen hat oder so. Also das war kein Problem mit dem Legen, aber ist nicht so ganz mein Geschmack. So sieht das aus. Das ist dieses Auge. Ja, komplett AB-Steine. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren, sowas. Ja, würde ich aber nicht mehr machen. Dann habe ich ein paar Teilbilder. Die Pandas habe ich gemacht. Da habe ich tatsächlich auch eine Farbe ausgetauscht. Hat mir dann nachher besser gefallen. Das ist sehr schön. Ist halt so ein kleines. Das finde ich ist super schön. Sind Strasssteine. Ein paar Sondersteine auch dabei. Oder? Ja. Hier die Blümchen. Ach, das ist wunderschön. Wirklich ganz, ganz schön. Dann ein kleines Bild gemacht zum Bärchen mit einer Torte. Das hatte ich schon ganz, ganz, ganz lang in meinem Stash. Und das durfte dann auch mal ran. Ich finde das ultra süß. Ja, so kleines. Dann die Schnecke. Ich liebe ja Schnecken. War schon auch viel Arbeit. Hatte nicht so viele Sondersteine. Aber ist ganz cool gewesen. Dann liebe ich ja auch Füchse. Da habe ich das hier gemacht. So ein Teilbild. Mit runden Steinen. Dann wieder ein Bild von Karat Art. Das habe ich auch privat abgekauft. Habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich das bekommen habe. Das hatte schon relativ viel Konfetti. Das ist jetzt keins aus der Künstlerkollektion. Das heißt, die Qualität ist ein bisschen niedriger. Das hat so ein bisschen Lücken. Das ist halt aus dieser Standard Collection. Dafür ist es auch nicht so teuer. Aber mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, das sieht auch schön aus. Ist dieses Kaffeebild. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr erhältlich. Ja. Dann. Das ist auch eigentlich ein Künstlerbild. Ich glaube, von China Pike. Habe ich aber nirgendwo bekommen. Und ja. 50 x 40 cm und das hat Spaß gemacht, aber auch das hat leider geploppt. Das musste ich mehrfach versiegeln, aber das hat mir Spaß gemacht. Das, dieser Tiger, ich habe davor noch die anderen Varianten. Mir fehlt, glaube ich, lediglich eine Variante. Die habe ich nirgendwo bekommen. Das ist dieser schwarze Panther mit der roten Rose. War nirgendwo zu bekommen und deswegen, ja. Der würde mir noch fehlen in der Sammlung, aber die anderen Varianten davon habe ich alle und deswegen, ja. Dann zwischendurch so ein kleines mit den Eulen, das war ja wirklich sehr wenig zu painten, aber ist schön geworden. Dann ein Bärchen, da habe ich auch mehrere davon, finde ich auch immer sehr schön. Dann noch ein Teilbild mit vielen Sondersteinen. Liebe ich ja, ich mag die Sondersteine am liebsten, deswegen habe ich mir auch das Bäumchen hier bestellt. Ich habe noch eine andere Variante davon, die liegt noch unterm Teppich. Und dann das hier hat auch viele Sondersteine. Und das hier, oh, das war so schön, Leute. So schön kitschig. Oh, guckt mal diese Fetten hier. Hat voll Spaß gemacht. Seepferdchen, das hat auch Spaß gemacht. Oh, das war viel Arbeit hier, aber ich mag das Motiv sehr gerne und deswegen habe ich mir das ausgesucht, aber das war schon viel zu painten, so einzeln zu setzen. Und das hier war auch mega viel Arbeit. Ja, würde ich auch nicht mehr machen, glaube ich. Das war mir irgendwie zu viel. Dann habe ich eins gemacht von Q-Deals. Da habe ich sehr, sehr viel verändert, weil ich halt wollte, dass das so klar strukturiert aussieht. Und zwar ist das so ein
Buntglasfenster, so eine Blume. Da habe ich auch AB-Steine eingesetzt. Ups, da hängt ein Härchen drüber. Habe ich auch viele AB-Steine eingesetzt. Wollte ich einfach. Und im Hintergrund habe ich eben viel verändert, dass das immer einfarbig hier ist. Das wollte ich so gerne, dass das halt so aussieht. Und nur die Blume dann quasi im Vordergrund steht und so facettenreich ist. Und mit AB-Steinen. Das finde ich super schön. Das hat auch ein bisschen geploppt, das musste ich auch versiegeln. Aber ja, hat mir echt viel Spaß gemacht, aber war anstrengend, weil ich da so viel verändert habe. Aber ist schön geworden. Dann ein Bild von Diamond Painting Shop. Da gibt es ja jeden Monat neue Bilder. Und da hatte ich mir im Mai das hier mal ausgesucht mit diesen süßen Käferchen mit runden Steinen. Das gab es auch in eckig, aber man konnte eine Vorschau sehen und da hat mir rund besser gefallen. Deswegen habe ich mir da rund ausgesucht. Ja, ich habe so viel rund gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt so tierisch drüber aufrege, dass die das falsch schicken, aber weil es in eckig schön aussieht. Oh Gott, mir ist nicht mehr zu helfen. Einsicht ist der erste Weg der Besserung. Vielleicht. Dann habe ich noch von Karat Art, eins aus der Standardkollektion, dieses Bäumchen. Ich glaube, das hat mir eine Zuschauerin geschickt. Das sind diese vier Jahreszeiten. Das kann man dann einmal so rumhalten. Das sind auch runde Steine. Und dann kann man das so rumhalten. Genau. Etliches von Karat Art, wie ihr merkt. Dann ein Mystery-Bild von Teenie Schnickschnack. Boah, das war so cool, Leute. Das war so spannend. Und das hat echt richtig Spaß gemacht, obwohl die Farben jetzt eigentlich nicht so mein Fall wären. Aber irgendwie, das war so cool. Da habe ich aber auch was verändert. So sieht's aus. So eine Avocado. Und da haben mir hier die Steinchen nicht gereicht. Dann habe ich hier einfach noch so sowas gemacht. Ich finde, das hat gepasst. Und da war nur ein Bäckchen mit AB-Stein. Und da habe ich ins andere Bäckchen auch noch AB-Stein reingemacht. Wegen der Symmetrie. Ah, das ist doch schön, oder? Oh, ich finde das irgendwie total süß. Ja. Hat Spaß gemacht. War ein bisschen schief unterwegs hier oben. Sehe ich gerade. Was ist da los? Ich bin ja eigentlich nicht so die Schiefpainterin, aber da hat es reingehauen. Dann liebe ich, habe ich eins gemacht, ein Kreidetafelbild. Ich habe noch zwei Stück unter dem Teppich liegen. Eins ist so ein Herbstbild mit Kürbissen. Da halte ich mich aktuell noch zurück. Und eins mit einem Pizzastück drauf. ja, und da habe ich das gemacht. I love you a latte. Ich liebe diese Bilder. Ich liebe es halt, dunkle Farben zu painten. Ich painte gerne schwarz, dunkelblau und sowas. Von daher, ach, liebe ich, Leute. Ich finde, das ist so schön. Und ich habe davon schon ein paar Stück gemacht und habe viele auf meiner Wunschliste. Oh, ich liebe ich einfach. Habe ich bei AliExpress gekauft. Da verabschiedet sich auch ein Steinchen. Das ist echt nicht so gut. Also ich lagere die Bilder leider nicht so gut, Leute. Aber ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll, weil ich so viel habe. Ja. Ich liebe das einfach. Dann noch eins. Das hatte ich auch bei AliExpress bestellt. Vor längerem halt mal. Ich bestelle ab und zu mal, gebe es zu. Ich bin auch meistens zufrieden damit. Das Bild hat jetzt leider sehr stark geploppt. Musste ich auch super viel versiegeln, aber trotzdem gefällt es mir sehr gut und hat auch Spaß gemacht. Ich habe noch ein paar von AliExpress und ich habe viele auf der Wunschliste und werde ich mir auch irgendwann mal wieder was gönnen. Ja, falls hier wieder die Leute kommen. Bestell doch nicht beim großen A. Ja doch, manchmal. Nicht so oft, aber manchmal mache ich das. Und hat mir gut gefallen. Und ich bin ja auch selber schuld, wenn es nachher blöd ist. Aber guckt mal, es ist doch schön. Ich mag's. Ich finde, das ist schön geworden. Mir gefällt's.
Und ich freue mich auch über die Bilder, die ich noch da habe, weil die sind auch alles sehr schön. Und da freue ich mich auch schon drauf, das zu painten. Ich finde das schön. Geschmackssache alles. Dann ein Bild von Karatart, runde Steine. Irgendwie tatsächlich habe ich doch relativ viel runde Steine gemacht. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber auch da bin ich so durchgerattert. Das ging so schnell. Runde Steine gehen mir einfach zu schnell. Dann ist mein Painting-Erlebnis so schnell futsch. Also das ist so, weiß ich nicht. Zack, 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 zack. Und dann irgendwie ist es fertig und ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Aber das ist so schön und wirklich, das ging super schnell. Ich glaube, noch nicht mal eine Woche. Dann war das fertig. 55 mal 38 cm und das andere war immer 40 mal 50. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Ultraschön. Das habe ich zum Summer-Event gemacht. Das sieht so schön aus und das ist fast wie so ein Kreidetafelbild. Dann, das habe ich von einer Freundin bekommen, von Diamond Dots. Das ist zwar ein Teilbild, aber das ist riesengroß. Und ich habe von Diamond Dots noch ein paar Teilbilder da. Habe ich mir mal bei Amazon, als es super günstig war, noch, ich glaube, zwei bestellt. Und dann habe ich noch diese großen von Gustav Klimt, die zwei Stück. Ich glaube, der Kuss und die Dame in Gold. Und ich finde die Steine sehr, sehr cool von Diamond Dots. Die sind nämlich, das sind runde Steine und die sind aber so angeschliffen, so besonders. Das ist schon cool, aber das ist auch echt groß. Guckt mal, war schon, also ich hätte nicht gedacht, dass ich da so lange dran sitze. Tatsächlich, das hat schon eine Weile gedauert. Hätte ich nicht gedacht. Aber es ist sehr, sehr, sehr schön. Dann noch eins von Karatart, auch mit runden Steinen. Hä? Jetzt schäme ich mich ein bisschen, dass ich mich da so drüber aufgeregt habe, ne? Ich kann es ja zugeben. Ja, aber oh, in eckig sieht es schöner aus, Leute. Ich weiß, ihr werdet es sehen, wenn ich das Unboxing mache. Und dann sage ich es euch auch, welches das war. Aber ihr werdet es merken. Ja. Es ist ein schönes Bild. Das hier. So cool. Ich mag das. Das ist das Galaxy-Bild. Aber ich glaube, das gibt es nicht mehr leider bei Karatart. Das war aus der Standard Collection. Hat mir gut gefallen. Habe ich mir vor vielen Jahren mal da gekauft. Ganz am Anfang, als ich da mit Painting angefangen habe. Und ich finde es immer noch sehr schön. Und ich mag immer noch Galaxy-Bilder sehr gerne. Und dann haben wir noch ein Bild von Karatart. Das habe ich eingerahmt. Wundert euch nicht, Leute, der Rahmen ist leider kaputt. Das hing im Kinderzimmer. Und dann wurde gespielt, wie man verboten bekommen hat, dort zu spielen. Und dann ist das von der Wand gedonnert. Ja. Bin auch ein bisschen unerfreut gewesen, weil da hätte ja wer weiß, was passieren können. Ist Gott sei Dank nichts passiert, nur der Rahmen ist kaputt. Aber einen halben Herzinfarkt hatte ich, ne? Es hat gerumpelt. Ja, die Eule. Und hier, ja, ist wie es ist. Weil ist jetzt auch nicht so klein, das Bild, ne? Das hätte schon schief gehen können, Leute. Also. Aber ich denke, das kennen alle. Ja. Das Eulenbild hier, richtig schön, eckige Steine. Da müssen wir dann einen neuen Rahmen besorgen. Ja. Das hat gedonnert, Leute, ich kann euch sagen, ich dachte, die halbe Bude ist zusammengekracht. Dann kommen wir mal zu den Bildern, die ich jetzt schon gezeigt habe im letzten zusammengefassten Review-Video September, Oktober, November. Das war unter anderem das hier von Oraloa. Auch relativ groß, aber das ging eigentlich auch gut voran, weil das viel Colorblocking hat. Das sind, oh Gott, 52,4 mal 70 cm. Warum das denn? Ja, die orangen Steine waren leider nicht gut. Ansonsten hat es aber gut funktioniert, hat auch Spaß gemacht, aber die orangen Steine waren halt echt sehr schwierig. Dann ein Teilbild mit Strass.
Finde ich sehr schön. Und dann noch ein kleiner Pinguin als Teilbild. Dann ein Bild von Diamond Art Club und das finde ich ultra schön. Wirklich, das hat auch mega viel Spaß gemacht. Und ich möchte jetzt dieses Jahr auch mehr Bilder von Diamond Art Club machen, weil ich habe super viele da und ich habe sie immer aufgehoben und oh, meine Schätze und die Heiligtümer und nee, ja. Also ich habe sie gekauft, um sie zu painten und nicht, um sie einfach nur hinzulegen unters Bett und dann, ciao, verschollen. Das möchte ich nicht mehr. Die werden auf jeden Fall dann auch noch vermehrt gepaintet dieses Jahr. Genau, und auch wie gesagt, wie letztes Jahr möchte ich dieses Jahr mich darauf konzentrieren, mehr von meinen besseren Bildern zu machen. Weil die haben ja auch viel Geld gekostet. Das hier. Mega, mega schön. Wirklich mega schön sieht's aus. Ja. Würde ich auch gerne aufhängen, aber ich weiß aktuell nicht wo. Und ich habe super viel von Randall Spengler schon aufgehängt. Und ich muss sagen, es ist schon doch ein bisschen kitschig, ne? So in der Wohnung. Aber es sind halt schon auch schön. Dann ein riesengroßes Bild von Karat Art. Und das hat so viel Spaß gemacht. War viel Konfetti. Gibt es jetzt in einer überarbeiteten Variante wieder im Shop mit weniger Konfetti. Aber ich habe das noch in der alten Variante. Und das hat so Spaß gemacht, Leute. So ein schönes Bild. Ich liebe es, einfach blau zu painten. Und das Bild war fast nur blau. Absolut mein Traum. Wie groß ist das denn? 50 mal 65 cm. Gefühlt irgendwie größer. Oh, ist die schön, oder? Richtig, richtig schön. Kann ich euch sehr empfehlen. Dann ein Bild von Tini Schnickschnack. 40 x 60 cm hat auch mega Spaß gemacht. Ich liebe die Farben. Qualität war super. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Ist mit AB-Stein, mit Leuchtstein. Richtig, richtig schön. Dann habe ich noch ein paar Teilbilder gemacht. Das hier mit den Marienkäfern. Und die Farben finde ich jetzt nicht so schön. Dann nochmal so ein Bärchen. Da war nur das hier zu painten. Und dann hier nur schwarz. War easy peasy. Dann wieder so ein Kreidetafelbild in runden Steinen. Auch eine kleine Größe habe ich tatsächlich beim Videoschneiden gepaintet. Dann an sich ein schönes Bild. Furchtbar zu painten. Das musste ich 100-mal versiegeln. 3 Kilo Kleber drauf. Das war furchtbar. Also, das hat so dermaßen geploppt. Ich bin bald irre geworden. Aber immerhin sieht es ganz schön aus. Dann ein ultraschönes Bild von Karat Art. Das hat so Spaß gemacht. Wunderschön. Mit Strassstein zwischendrin. Oh, das ist unfassbar schön. Mega, mega schön. Dann ein Teilbild. Habe ich noch eins unterm Teppich, so ein ähnliches. Diese Pilze im Glas mag ich total gerne. Dann nochmal eins mit runden Steinen von Karat Art. Da habe ich aber einfach gemerkt, ich hätte eckige Steine nehmen sollen. Da dachte ich, komm, wechsel dich mal ab, mach mal wieder rund, sonst hast du immer eckig. Ja, aber aus einem bestimmten Grund, weil ich halt lieber eckig painte. Und das hat super viel Blau und da habe ich mich im Nachhinein wirklich ein bisschen geärgert, weil ich glaube, das hätte mir mit eckigen Steinen noch mehr Spaß gemacht. Das war so schnell fertig und ich weiß nicht, irgendwie, ich kann das dann nicht so verinnerlichen. Mein Painting-Erlebnis ist dann so schnell weg, weil ich da so durchrase, weil das so schnell einfach geht. Und ja, deswegen glaube ich, mag ich lieber eckig. Glaube ich, ist meine Vermutung. Aber es hat Spaß gemacht. Es war schöne Farben, gute Qualität. Ich war super schnell damit fertig. Aber es, ja, gibt es auch noch in eckig.
Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön geworden. Dann noch ein Bild von Oraloir. Das Weihnachtsbild Christmas Workers hat mir auch Spaß gemacht. Da habe ich ein paar wenige Steine ausgetauscht, dass mir das nachher besser gefallen hat, hier an den Wimpeln. Genau, aber ansonsten, das hat sich auch schön painten lassen. Die Farben gefallen mir mit dem Lila, mit dem Blau wieder. Das liebe ich halt total und hat Spaß gemacht. Ich finde, das ist auch schön geworden. Da hatte ich ja ein bisschen Sorge wegen dem Lila hier, aber ich finde, das ist schön geworden. Genau. War ein schönes Bild. Ich kam auch gut voran. Hat Spaß gemacht. Und tatsächlich mag ich diesen Comic-Style vom Oraloir-Design ganz gerne. Haben die ja öfter bei ihrem eigenen Design, dass das so comic-mäßig aussieht. Und ich finde das mit diesem relativ klar strukturierten Rendering, natürlich nicht überall bei diesen Nussknackern könnte es ein bisschen besser sein oder bei dem Schal vom Schneemann im Bild, aber ansonsten mag ich das, dass das so klar strukturiert gerendert ist. Das passt zu dem Comic-Style und deswegen bin ich da auch eigentlich schnell vorangekommen. Und das Bild hatte 46,5 x 65 cm. Dann ein Teilbild. Die gute Elsa. Dann habe ich diese Schuhe hier gemacht. Da gibt es noch andere Varianten von. Ein winziges Teilbild. Habe ich, glaube ich, auch noch eine andere Variante mit diesen lilanen Rosen. Dann mache ich da mal weiter mit den Kleinigkeiten. Wobei das eigentlich schon relativ viel zu painten war jetzt für ein Teilbild. Da war das Pferd zu painten. Viel rosa, aber ich finde, das sieht ganz schön aus. Ganz schön kitschig vor allem. Und da war fast nichts zu painten. Ja, winzig. Dann wieder die Bärchen, dieses Mal unterm roten Schirm. Dann habe ich so eine Eule gepaintet. Dann der Adventskalender von Diamond Painting Shop. Da hätte ich mir ein bisschen ein weihnachtlicheres Bild vorgestellt, aber ansonsten gefällt es mir ganz gut. Das ist niedlich und hat Leuchtsteine, Fairy Dust Steine, AB-Steine. Und ich sehe gerade, oh, ich habe das Video ja schon mal gedreht hier gerade, da ist jetzt ein Steinchen verloren gegangen zwischendurch. Das suche ich nachher noch und klebe es wieder rein. Das, weil ich die jetzt hier so hin und her. Oh, ja. Es ist leider meine Schuld. So sieht das aus. Ja. Ist süß. Gefällt mir. Aber für einen Adventskalender ist es mir jetzt nicht weihnachtlich genug gewesen. Genau. Lege ich mal hier hin, weil ich da das Steinchen suchen muss. Genau, und deswegen fallen die ab. Dann, oh, das war das Flop-Bild des Jahres. Tatsächlich. Der Nachbar holt gerade die Mülltonne rein. Vergessen, ups. Sorry. Danke. Ja, das war das Flop-Bild des Jahres. Das war ein Mystery-Bild. Gefällt mir nicht. Das hat sich super schnell painten lassen, weil das viel Colorblocking hatte. Qualität ist halt China-Bildqualität, hat viele Lücken, aber ist so langweilig. Weiß ich nicht. Finde die Farben jetzt auch. Also die Farben sind schön, ich painte die Farben gerne, aber die Farben passen für mich nicht so zum Bild. Ich weiß nicht. Das war mein Flop-Bild des Jahres. Dann nochmal Pilze im Glas und ein grüner Frosch. Ich glaube, das war es jetzt mit den Teilbildern. Waren schon viele. Aber wie gesagt, ich wollte mich halt auf meine anderen großen, teureren Projekte so ein bisschen konzentrieren und dann eben diese Teilbilder für zwischenrein halt nutzen. Ja, weil die haben ja so viel Geld gekostet, ne? Und deswegen finde ich das zu schade, die einfach nur zu bunkern. Ich möchte sie dann auch painten. Genau. Ich überlege gerade.
das mein Lieblingsbild des Jahres? Ich bin mir nicht sicher. Das, dann die Eule mit den Kürbissen, diese blaue Fee und das Randall Spengler von Diamond Art Club. Das sind, glaube ich, meine Favoritenbilder dieses Jahr. Und der Wolf von Tini Schnickschnack. Ja. Aber das mit ein Favorit und das kann ich euch sehr empfehlen. Das ist ein ultraschönes Bild. Das, oh, das ist schade, dass die Kamera das nicht so einfangen kann. Das glitzert, das funkelt, das sieht so schön aus. Das ist einfach so schön. Das, der Wahnsinn, Leute. Oh, schade wirklich, dass man das nicht so gut einfangen kann. Die AB-Steine. Wunderschön ist das alles. Ein Traum. Richtig tolles Bild, wirklich. Ich liebe es. Von Karat Art. Gibt's auch noch? Könnt ihr noch bestellen. Dann noch eins von Karat Art. Von Karat Art habe ich tatsächlich am allermeisten gemacht. 2023 ist mein liebster Shop. Es stimmt einfach immer alles. Qualität super, Bildauswahl, absolut mein Geschmack. Liebe es einfach. Die Maus habe ich noch gemacht. Und aktuell mache ich auch gerade wieder eins von Karat Art, ein Winterbild. Die Tasse mit den zwei Vögeln und bin auch da wieder mega begeistert, absolut zufrieden. Es ploppt nichts. Es lässt sich gut painten. Es, die AB-Steine immer schön und ich liebe es einfach. Absolute Empfehlung. Und das letzte Bild ist von Diamond Art Club. War ein bisschen enttäuschend. Ja, war mit runden Steinen und es sieht schön aus, es ist schön geworden, aber das ging mir wieder alles zu schnell. Ja, dann paintet doch langsamer. Ja, aber soll ich an eine Zeitlupe die Steine setzen oder was? Weiß ich nicht, ich war so schnell durch. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, dass ich das gepaintet habe und das ist so schade. Aber es ist schön. Es ist wirklich schön geworden, aber ging ultra schnell. Wirklich. Ultra, ultra schnell. Ja. Aber ich glaube, ich habe nur drei Diamond Art Club Bilder gemacht. Ich habe den Drachen gemacht, das kleine Bild. Dann, wie hieß das hier? Puss in Boots. Und die Drachen. Und das waren nur drei Stück von Diamond Art Club dieses Jahr. Wenn ich mich nicht irre. Und das ist zu wenig. Da müssen dieses Jahr ein paar mehr her. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich mache gerade eins von Diamond Art Club noch. Und zwar Willy Wonka. Leute, es ist das erste Bild. Das ist so schlimm. Das ploppt wie noch was. Und ich painte ja schon eigentlich relativ gerade. Aber ich muss da so rumschieben, dass die Steine reinpassen, dass es dann ab und zu einfach nicht mehr passt, dass es dann schräg ist. Und das mag ich nicht. Ich mag das gerne gerade alles. Und es, ich weiß nicht, irgendwie es haut nicht so richtig hin. Ich muss die als richtig reindrücken und manchmal so richtig draufklopfen, dass die Steine reingehen und dann fliegen mir die Steine außen rum ab. Dann muss ich Steine suchen. Oh, also wenn das Bild fertig ist, dann mache ich aber auch drei Kreuze. Und das ist so schade, weil ich liebe Willy Wonka. Und das war auch ein Bild mit so einem Special Karton und das ich mir so aufgehoben habe, weil ich dachte, oh Gott, wenn der richtige Moment da ist. Dann dachte ich, komm, jetzt kommt ein neuer Film raus, dann kannst du das Bild auch painten. Und jetzt ist das so. Mist. Ja, aber das ist nicht die Regel. Und ich hoffe, dass ich dann kein Bild der Art in meinem Stash noch habe, dass die anderen alle in Ordnung sind. Aber wir werden es erfahren. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ist schon ein bisschen hell geworden hier jetzt, oder? Hätte mir mal früher einfallen können.
Ja, das war's jetzt. 67 Bilder gemacht dieses Jahr. Jetzt letztes Jahr. Dieses Jahr möchte ich mich auch noch ein bisschen auf meine vorhandenen Bücher konzentrieren, dass ich die auch quasi abarbeite, weil nicht alle, aber viele, wenn ich die gelesen habe, bringe ich die zur Bücherbox, dass die jemand anderes noch lesen kann, weil ich lese das nicht zweimal, wenn das jetzt so Hardcover-Bücher sind, weil ich lese auch gern so Kinder-Jugendbücher, also so ab 10, 11 Jahren. Solche Geschichten lese ich auch gern. Das sind meistens Hardcover-Bücher, aber das kann dann auch noch die Große lesen. Die werde ich aufbewahren. Oder so schöne Bücher wie Tintenherz oder sowas, das behalte ich. Aber genau, die anderen möchte ich gerne mal abarbeiten dann auch. Das heißt, da werde ich dann nicht painten in der Zeit. Und dann wird es vielleicht nicht ganz so viel. Aber man möchte es ja auch ein bisschen genießen. Genau, und auch mal ein bisschen wieder was anderes machen. Das war's jetzt mit dem Video. Fast eine Stunde. Ich werde ja auch ein bisschen was rausschneiden. Trotzdem, ich glaube, 3 Viertelstunde werdet ihr schon gehabt haben. Ja, jetzt langt's auch. Das war's. Schaut in die Infobox wegen den Rabattcodes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.